welche Schockwelle durch ganz Osteuropa geht. Herr Kollege, Entschuldigung, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Nein, bitte erst nach der Rede. Nach der Rede gibt es keine Zwischenfrage, da ist dann zu Ende. Dann lehne ich sie ab. Das ist doch, wenn sogar Sie erkennen, dass die deutsche Sprache das einzige Element sein soll, was uns verbindet, wert, in die Verfassung aufgenommen zu werden. Warum wollen wir das tun, meine Damen und Herren? Die deutsche Sprache ist in Gefahr. Sie ist in Gefahr durch Überflutung durch Anglizismen. Sie ist in Gefahr durch einen um sich greifenden Englischwahn an Universitäten, wo ganze Studiengänge auf Englisch angeboten werden. Sie ist in Gefahr in der Wirtschaft. Sie ist in Gefahr in der Wirtschaft, wo aus vorauseilendem Gehorsam Englisch gesprochen wird. Ich zitiere da mal Walter Krämer: Nur Verlierer sprechen Englisch oder Denglisch machen. Haben Sie Mut zur Courage? Machen Sie was Gutes draus und vermeiden Sie bitte in den anschließenden Reden ohne die vier deutschen Worte Hass, Rassismus, Hetze und völkisch auszukommen, meine Damen und Herren. Ich bin gespannt. Ihr Rumgebrülle lässt ja schon einiges befürchten, muss ich sagen. Ich bin ganz Ohr. Ich sitze auch hier vorne. Sie müssen nicht so schreien. Also ich gehe nicht wieder nach hinten. Ich bin gespannt auf die Rede, meine Damen und Herren. Ach, eine Sache noch. Ich habe noch ein Versprechen, muss ich noch einlösen. Lieber Benedikt, das ist mein Sohn. Lieber Benedikt, ich grüße dich von diesem Rednerpult. Vielen Dank. Ich liebe die deutsche Sprache. Deshalb ärgere ich mich über Anglizismen und Wichtigtuer, die ihre Reden mit Fremdwörtern spicken. Die von Letter of Intent statt von Absichtserklärung, von obsolet statt überflüssig sprechen. Ich sage Ihnen Point of Sale Hydration Cream oder Facility Manager, das geht auch auf Deutsch. Mein Augenmerk liegt aber auf der Sprache. Unserer Fraktion geht es nämlich nicht um Deutschtümelei oder um Selbstdarstellung, sondern um die Sprache. Wir wissen, erstens, sie muss gepflegt werden, zweitens, sie muss verständlich sein, drittens, sie soll verbinden und nicht trennen. Genau das unterscheidet uns von der AfD. Ihnen geht es um eines nicht, die deutsche Sprache. Beweisgefällig, Ihr Antrag strotzt nur so von Fremdwörtern. Ich zitiere deklaratorisch, Hauptkommunikationsmedium, Identifikation und. Brauchen Sie das wirklich oder wussten Sie es nicht besser? Dabei gibt es einen Redaktionsstab der Gesellschaft für deutsche Sprache beim Deutschen Bundestag. Die freundlichen Mitarbeiter hätten Ihnen auch gerne geholfen. Bei Ihrem Kauderwelsch wäre Hilfe sicherlich auch nötig gewesen. Die deutsche Sprache ist als das primäre Mittel zur Verständigung der Deutschen zugleich das Medium unserer sprachlichen Kultur, der sprachlichen Persönlichkeitsbildung und der individuellen wie gemeinschaftlichen Identifikation. Verstehen Sie eigentlich Ihre Sprachpanscherei? Mein Deutschlehrer hätte A wie Ausdruck hinter diesen Satz geschrieben. Gutes Deutsch weit gefehlt. Drittens. Sie haben zitiert, was in anderen Sprachen dargestellt wird. Schauen Sie mal in Ihr eigenen Internetauftritt. Da gibt es Ihr Grundsatzprogramm in russischer Sprache. Da steht keines der ach so schönen Worte über die Bedeutung unserer Sprache für Philosophie, für Kultur, Wissenschaft. Nein, der Kollege Brandner zeichnet in diesem Vorläufer vor allem ein Zerrbild über Migranten und das in schlechtem Deutsch. Ich zitiere, spiegelbildlich zur gesellschaftlichen Segmentierung und Abkapselung der Migranten in ihren jeweiligen Milieus steigt die berechtigte Erwartungshaltung der deutschen Mehrheitsgesellschaft, die von ihnen zu Recht erwarten kann, sich den landestypischen Regularien anzupassen. Frau Kollegin Könnemann, der Kollege Spangenberg würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Herzlich gerne. Verehrte Kollegin, geben Sie mir da nicht recht, dass es jetzt gerade notwendig ist, Deutsch ins Grundgesetz einzunehmen, wenn auch die AfD solche Fehler macht? Bitte? Was hat gesagt? Ich habe Ihre Frage nicht verstanden. Herr Kollege Spangenberg, würden Sie sie bitte wiederholen? Meine Damen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie einfach den Lärmpegel so halten, dass die Rednerin auch die Frage verstehen kann, denn nur dann kann sie darauf antworten. Herr Kollege Spangenberg. Ja, ich wiederhole die Frage, Frau Kollegin.
geben Sie mir doch recht, dass wenn die AfD auch solche Fehler macht, dass dann es gerade wichtig ist, dass wir Deutsch ins Grundgesetz hineinnehmen. Ja, jetzt macht Ihr Antrag natürlich Sinn, ich verstehe das. Aber dann würde ich doch empfehlen, bevor Sie alles ins Grundgesetz schreiben, doch erstmal Deutsch zu lernen. Kollegen, ich habe als Schüler mir damals so ein paar Euros dazu verdient mit Nachhilfe in Deutsch. Dass ich das als Abgeordneter mal vor diesem Hause für eine Fraktion tun würde, die neu hinzukommt, hätte ich mir auch nicht träumen lassen an dieser Stelle. Keiner der Anwesenden wird ernsthaft bestreiten können, dass die deutsche Sprache schon jetzt verfassungsrechtliche Bedeutung hat. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist schließlich auf Deutsch verfasst. Auch da kann ich Ihnen gerne noch mal Nachhilfe geben, wenn Sie das benötigen. Das Grundgesetz in deutscher Sprache braucht einen solchen Zusatz nicht. Unterm Niederrhein hätte man Ihnen wahrscheinlich gesagt, da haben die Schwadronneure mal wieder Stuss zusammengefrickelt. Die AfD sagt also, die deutsche Sprache müsse im Grundgesetz verankert werden. Aber welche Sprache meint sie? Literarisches Deutsch? Ich glaube nicht. Gendergerechtes Deutsch? Genau. Um Amtsdeutsch kann es ihr nicht gehen, das ist ja bereits verankert gesetzlich. Fatal ist mir das Lumpenpack, das um das Herz zu rühren, den Patriotismus trägt zur Schau mit allen seinen Geschwüren. Vielen Dank. Um es mal mit den Worten des bayerischen Philosophen Gerhard Polt zu fragen. Braucht's das? Ha? Braucht's das? Zitat Ende. Warum sagen Sie aber eigentlich nicht, was Sie wirklich wollen? Sie wollen in Wahrheit eine deutsche Leitkultur ins Grundgesetz schreiben. Aber ich kann Ihnen sagen, warum Sie das nicht tun. Weil Sie gar nicht wissen, was diese deutsche Kultur ausmacht. Herr Kollege Brandner, ich weiß, bei Ihnen weiß man nie, ob Sie morgens mit der Schmusedecke oder mit der Machete aufgewacht sind. Aber ich würde Ihnen empfehlen, einfach mal zuzuhören und zu relaxen. Welches nicht? Was ist mit der Sprache der Hip-Hopper, der Rapper? Was ist mit dem eigenwilligen Deutsch der Trolle, die in den sozialen Netzwerken pöbeln, drohen und AfD-Positionen verbreiten? Ist das Ihre Landessprache? Was ist mit Minderheiten in Deutschland, mit den Angestammten und den Zugewanderten? Sollen wir denen, die Nordfriesisch, Dänisch oder Sorbisch, Wendisch und Romanisch schnacken, demnächst vorschreiben, was sie zu reden haben? Wie schaut es mit Extremdialekten wie etwa dem Oberpfälzisch aus? Und natürlich, wir alle, von der Bundeskanzlerin, wenn sie da ist, bis zur 709. Parlamentarierin, wir chatten, twittern, wir liken, rechts außen wird wohl mehr gehatet. Besonders enttäuschend ist, dass Ihr Antrag auch noch mehr als scheinheilig ist, samt Ihrer ganzen Schaufensterrede, die Sie hier gehalten haben. Die Frau Kollegin Lindholz hat bereits darauf hingewiesen. Frau Kollegin Lindholz, gestatten Sie noch? Nein. Nein. Und Sie wollen den Wert der Muttersprache in den gesellschaftlichen Fokus setzen. Meine Muttersprache ist Plattdeutsch. Und als ich damals Bachmästewest bin, in mein eigen Gemein, da habe ich damals, wie es davon übertücht wird, dass das Bete ist, wenn man mit der Lü, der direkt mit einem Tadaunem auch im Plattdeutsch sprechen kann. Ich würde sagen, das ist, Sie mögen die Wort vielleicht nicht gern hören, aber das ist so eine Art Schlüsselkommunikation. Das ist eine Schlüsselqualifikation. Man muss eine gemeinsame Sprache haben, damit man sich gegenseitig auch unterholen kann und miteinander auch proben kann und sich versteht. Und ich hab Lü belebt in Iowa. Die sind 50 Jahre alt, die können bestens Plattdeutsch sprechen, aber kein Wort Hochdeutsch. Das sind bestens integrierte Amerikaner. Und die Engels können auch nicht darunter leben, dass die nach Amerika utwandert sind. Da kann die Köfer gewissen. Anne sprach. Herr Kollege Saathoff, abgesehen davon, dass Sie bitte darauf achten, dass wir alle auch verstehen, was Sie sagen, wollte ich Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Spangenberg akzeptieren. Herr Präsident, die AfD vermutet, dass durch Quantität ihrer Zwischenfragen ihre Arbeit mehr gewertschätzt wird. Die Qualität lässt aber deutlich zu leiden. Und wir haben das heute erlebt. Ich lasse keine Zwischenfrage zu. Bei den Autoren des Antrags ist es, glaube ich, egal, ob ich Platt spreche, Deutsch, Englisch oder Kisuaheli. Hören und verstehen sind eben zwei verschiedene Dinge. Oder wie wir in Ostfriesland sagen, ich verstehe die Wahl, man ich begrieb die Neid.
CDU-CSU-Fraktion zu seiner ersten Rede. Ich gehe davon aus, dass Sie nicht in dem Ausmaß Plattdeutsch sprechen werden. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, nein, das werde ich nicht tun, zumal ich vorwegschicken muss, dass ich mich natürlich freue, als Baden-Württemberger, als Schwabe zum Thema Deutsch als Landessprache hier sprechen zu dürfen. Aber um der FDP hier und heute gleich jedwede Hoffnung zu nehmen. Wir lassen uns ganz sicher nicht von Ihnen hier aufs Glatteis führen. Ihnen geht es mit der Vorlage des Entwurfs eines Vertragsgesetzes nämlich nicht darum, CETA zu ratifizieren und vollständig in Kraft zu setzen. Ihnen geht es darum, einen Keil zwischen uns und die SPD-Fraktion als unserem potenziellen Regierungspartner zu treiben. Oder der nun vom Europäischen Kommission geplante multilaterale Gerichtshof. Für Sie scheint der Investitionsschutz ja echtes Teufelszeug zu sein. Aber vor 2014, also vor der Diskussion zu Investitionsschutz in TTIP und CETA, habe ich keine Kritik von den Linken an den rund 130 deutschen Investitionsschutzverträgen gehört. Und das, obwohl in vielen dieser Investitionsschutzverträge ISDS verankert ist. Das verwundert mich dann doch schon sehr. Mach mal das Mikrofon an, vielleicht besser. Dobry dzień, dami gospoda. Jetzt sehen Sie selbst, wie sinnvoll es ist, Deutsch ins Grundgesetz zu schreiben. Die von diesen Typen auch noch abhängig sind, eine intransparente Paralleljustiz schaffen. Und ich bedanke mich bei den Kollegen von der Linken, dass sie diesen Punkt aus unserem AfD-Grundsatzprogramm auch nach vorne treiben. Der ist ja von uns. Also wir waren es diesmal nicht, die das Thema auf die Tagesordnung gesetzt haben. Trotzdem ist es nett, dass wir darüber reden können. Meine Damen und Herren, dass sich jetzt die FDP so massiv für die sofortige Ratifizierung von CETA einsetzt, ausgerechnet die FDP, ist schon ein Hinweis darauf, dass dieses Abkommen mehr den Großkonzernen nützen könnte als dem einfachen Bürger. Ja, Kollege Ernst, ich möchte gerne anschließen an Mikro. Mikro höher, Sie sind so groß. Nicht ausreißen, das Ding. So. Doch, Herr Pfeiffer hat genau damit zu tun. Aber wenn Sie die Antwort nicht mehr hören wollen, dann müssen Sie sich widersetzen. Aber ich beantworte. Ja, Klaus. Und jetzt kommen wir zu Ihrem konkreten Beispiel. Erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Masi. Haben doch gerade schon so viel gesprochen, das könnte er. Ich frage Sie, ob Sie das erlauben. Wenn Sie Nein sagen, dann ist es Nein. Im Moment nicht. Ich bin so gerade in Fahrt. Ich will noch weitermachen. Der linken Seite. Es ist nämlich eigentlich jeder Satz falsch. Wenn man das mal genau durchguckt, es geht los. Sie reden von Exklusivrechten für bestimmte Investoren. Nein, es geht nicht um Exklusivrechte. Es geht darum, eine Verfahrensvereinfachung hinzubekommen, damit nicht erst der Investor gegen seinen eigenen Staat und dann der Staat gegen den Gaststaat klagen muss. Das ist gelebte Subsidiarität. Das ist richtig so. Das ist das, was wir wollen. Dr. Hörte, ja. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ernst? Ja, das sofort. Jetzt hat er ja was zu sagen und zu meckern. Das wollen wir mal sehen dann. Ja, hier, das hatte ich vorher auch schon. Ich sehe einige Belustigungen über die Erscheinungsform des Präsidiums. Für den Sonnenschein, der uns hier gerade bestrahlt, sind wir nicht zuständig. Noch nicht. Herr Kollege Springer, Sie sind ja zu Ende. Sie können sich jetzt wirklich setzen. Ich wollte nur freundlicherweise darauf hinweisen, dass die AfD noch nicht über die absolute Mehrheit im Deutschen Bundestag verfügt. Schönes Wochenende. Noch nicht. Frau Kollegin, vielen Dank, Sabine Zimmermann. Noch nicht, weil es kommen noch einige wichtige Rednerinnen und Redner. Erstmal einen schönen Tag von mir auch, schönen sonnigen Tag. Ich habe 10 Jahre lang in Stuttgart gearbeitet, direkt am Neckartor. Ich müsste eigentlich schon lungenkrank sein, bin ich aber nicht. So. An dieser Stelle noch ein Wort zur AfD. Sie haben ein vormodernes Verständnis von Demokratie und Industriepolitik. Sie meinen offenbar, mit Grenzwerte rauf und raus aus der EU würden alle Probleme verschwinden. Wie mit all Ihren Politikansätzen werden Sie damit den Problemen unserer Gesellschaft nicht gerecht. Und Sie wollen ja auch gar keine Probleme lösen. Sie wollen provozieren und sonst nichts.